Als nächstes als Helfen darf ich Ihnen Herrn Johann Felix Baldig vorstellen. Er ist freier Lektor und Publizist, veröffentlicht unter anderem regelmäßig in Kompakt und Tumult. Außerdem ist er parlamentarischer Berater der AfD-Bundestagsfraktion in Berlin und das seit Oktober 2017. Und er ist Inhaber des neu gegründeten Verlags Edition Finsterberg. Er spricht heute zum Thema das Reservat als konstitutioneller Verfallsgrad zur Zukunft der deutschen Verfasstheit. Ich bitte Sie alle herzlich, Herrn Johann Felix Baldig zu begrüßen. Meine Damen und Herren, ist mir schon der erste Lapsus unterlaufen. Meine Herren, ich danke recht herzlich für die freundliche Begrüßung, für die Einladung, dass ich hier sein darf. Und man lernt ja, wenn ich mit Banalem beginnen darf, bei allem, was man tut, etwas dazu. Vor allen Dingen bei dem, was man das erste Mal getan hat. Und als ich den Text, den ich jetzt hier für Sie verfasst habe, der auch zugreift auf Texte, die künftig veröffentlicht werden sollen, und auf Gedanken, mit denen ich mich schon länger beschäftigt habe. Als ich diesen Text, den ich hier Ihnen zu Gehör bringen will, verfasst habe, da habe ich eins gemerkt. Sie geben Gelegenheit, eine Versammlung zu begrüßen mit der schönen, altehrwürdigen, leider außer Kurs geratenen Wendung, meine Herren. Das freut mich außerordentlich. Meine Herren, diese rein männliche Runde hier vor mir sehen zu dürfen. Wenn man kann auch vielerlei in Berlin lernen. Eins, was ich gelernt habe, ist, dass der Umstand, dass man Frauen überall reinlässt, nicht unbedingt förderlich ist. Und dass ich, auch das will ich vorweg sagen, als der, wenn ich es recht sehe, älteste Referent. Ich befinde mich ja mitten in meiner Midlife-Crisis, verzeihen Sie mir bitte den Anglizismus. Als ältester der drei Referenten, so viele, das ist jetzt ganz ehrlich gemeint, adrett gekleidete junge deutsche Männer hier sehe, die alle keine Scheu haben vor der Krawatte und sich kooperationistisch geben und insofern genossenschaftlich quasi mediatisiert sich zugerüstet haben, um diese Staatsunmittelbarkeit, von der Herr Kisodes gesprochen hat, abzuwehren. Das freut mich dann noch ganz besonders. Ich danke recht herzlich, dass ich hier sein darf und beginne. Wiederum jetzt ablesend, bitte um Entschuldigung, dass ich auf die freie Rede verzichte, aber es geht oft um Dinge, die eben auf den Punkt gebracht werden müssen und dem niedergeschriebenen Wort auf den Punkt gebracht sind. Das Reservat als konstitutioneller Verfallsgrad zur Zukunft deutscher Verfasstheit. Meine Herren, am heutigen 30. Jahrestag des Mauerfalls bitten Sie mich, zu Ihnen zu sprechen. Ich bin in Leipzig geboren, an den Montags. Ja gut, das ist auch noch kein Verdienst, aber Dankeschön. Ah ja. An den Montagsdemonstrationen habe ich zusammen mit meinem Vater in meiner Heimatstadt als knapp 15-Jähriger teilgenommen. Diese Ihre Bitte, heute zu Ihnen zu sprechen, darf mir daher in ganz intensiver Weise nicht gleichgültig sein. Hinzu kommt, das Elsass lernte ich kennen, 20 Jahre ist das nun her, als ich mit einer Polin aus Oberschlesien zusammen war, die unweit von hier in Pforzheim und Baden-Baden ihren Lebensmittelpunkt hatte und noch hat. Da haben Sie schon, meine Herren, herrliche, man beachte den Anklang, also herrlich kommt von Herr, herrliche, sinnfällige Anknüpfung lauter Regionen, lauter Reservate in Ansehung von Haltungen, von sich nicht selbst erneuern könnenden Beständen, die uns wertvoll sein müssen und überdies das schreckliche Signum von Zerstörung, Verlust, hernach Überfremdung, das Signum von Pforzheim. Sie haben Ihre Bitte überschrieben mit Fortbestand des deutschen Volkes in einer multikulturellen Mehrheitsgesellschaft. Das fordert heraus. Ah, dachte ich mir, oder oje, oh oder oh Gott, in dieser Richtung, hörte ich meinem inneren Monolog zu. Von solcher Instanz, wie sie sich von Ihnen verkörpert findet,
nun also auch bereits die Kapitulation. Und ein weiteres, wo soll es denn eigentlich noch ein deutsches Volk geben können, wenn zugleich der Multikulturalismus raumgreifend zur empirischen Tatsache geworden ist? Die Erwägungen, die ich Ihnen heute näher bringen will, kreisen um den Topos des Reservates. Wir alle haben eine intuitive Vorstellung, die wir mit dem Begriff Reservat verbinden. Wo einerseits Reservat ist, muss es andererseits Räume geben, die dem Reservat nicht zugehören, die im Außenbereich liegen. Reservat einerseits, Außenbereich andererseits. Damit haben wir zwei Entitäten, zwei Instanzen, die unweigerlich für die Behauptung ihrer Dichotomie, ihres dipolaren Antagonismus eines nötig haben, die Grenze. Je nach Betrachtungsweise gilt dann, das Reservat grenzt sich vom Außenbereich ab, der Außenbereich wiederum endet an den Reservatsgrenzen. Lassen Sie uns gemeinsam als erstes einen Blick auf den Begriff der Grenze werfen. Sie gibt, nehmen wir den 9. November 1989 zum Bezugspunkt, und dies können wir heute kaum unterlassen, ein schönes Beispiel für das Walten des Dialektischen in der Geschichte. Im Jahr 1989 stand die Grenze zumindest in Mitteldeutschland nicht hoch im Kurs. Auf Wiedervereinigung lautete die Forderung der Stunde. Dies mag bereits damals den Westdeutschen, die heute den gemeinen, ein dauerndes Skandalon repräsentierenden ostdeutschen AfD-Sünder gern mit Zuwanderung multikulturell zu beerdigen trachten, kein ungeteilter Wunsch gewesen sein. Tear down this wall. In historischer Perspektive war gleichwohl der Wunsch der Deutschen im Jahre 1989 nieder mit der deutsch-deutschen Grenze, nieder mit den Grenzen in Europa. Heute nun kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Idee der Grenze als Kultureinrichtung nachgerade ganz neu in Kurs gesetzt sich findet. Lässt man abermals die einer Minderheit zugehörenden, vertrackten, ungehörigen Mitteldeutschen den Ausschlag geben, dann dürfte man ohne große Bauchschmerzen formulieren, der Wunsch der Deutschen des Jahres 2019, die seit der staatsrechtlichen Jahr 2015 Anomalie aus dem Tagesgeschäft einer gequälten, müden, verunsicherten Nation geworfen sind in den historischen Ausnahmezustand, der also durchaus historisch zu nennende Wunsch der heutigen Deutschen ist separatistischer Natur, zieht die Grenzen hoch, sichert endlich die Grenzen, und zwar die deutschen und auch die Außengrenzen der Europäischen Union. Dieser Befund, so vermute ich, braucht sich nicht ängstlich allein auf die AfD-Wählerschaft zu stützen. Wie viele werden demnächst, wenn unter Regierungsbeteiligung der AfD, in welcher Form auch immer, Duldung einer CDU-FDP-Minderheitsregierung in Thüringen, so ein aktueller Vorschlag Björn Höckes, die irre Politik beendet sein wird der Liquidierung eines Staatsgebietes zugunsten eines faserigen Raumes, dem es an der majestätischen Dignität einer Gebietskörperschaft von öffentlichem Rechte gebrechen muss. Wie viele, so frage ich mich, so frage ich Sie, meine Herren, so frage ich, werden uns dann mit der erfreulichen Botschaft überraschen, dass dies alles sie auch niemals gut gefunden haben. Es werden ganz viele sein. Und wir sind aber dann die Ersten gewesen. Also, meine Herren, lassen wir ruhig, auch für die in 2019 gültige dialektische Notierung der Grenze, und die ist eindeutig bullisch, die nörgeligen Ossis ausschlaggebend sein, denn die haben das gültigere historiografische Sensorium oder überhaupt eines. Das bedeutet, die Forderung nach Grenzen, nach Grenzsicherung hat wieder Konjunktur an diesem heutigen 30. Jahrestag des Mauerfalls, der seinerseits im Zeichen des Einreißens von Grenzen, unnatürlichen freilich, stand. Nun wissen Sie längst, es löst sich der dialektische Widerspruch, den ich Ihnen hier gerade versucht habe zu präsentieren oder unterzujubeln, dergestalt auf, so wie wir jene unnatürlichen Grenzen damals vor 30 Jahren bekämpft haben, die uns an der Entfaltung unserer Identität als Deutsche
als Christen in Europa gehindert haben. Ebenso fordern wir heute, ohne jeden Widerspruch, die Errichtung und Befestigung von Grenzen, die die Wahrung unserer Identität als Deutsche, und ich sage es hier im katholischen Frankreich und als gläubiger Katholik, als Christen in Europa unabdingbar gebietet. Vor ein paar Tagen fuhr ich über den Harz vom Dörflein Questenberg im Südharz, unweit des Kyffhäuser Denkmals, das Ihnen nicht ganz unwichtig sein dürfte, also von Sachsen-Anhalt aus, nach Clausthal-Zellerfeld im Oberharz in Niedersachsen gelegen, im Landkreis Goslar. Irgendwo in der Nähe der Dörfer Elend und Sorge passieren Sie inmitten herrlichster, menschenleerer Landschaft die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Da hat man gewaltige, gewichtige, sich wichtig nehmende Tafeln aufgestellt, die von der Teilung Europas künden. Wenn Sie, so wie ich, nicht mehr ganz jung sind, auch nicht ganz alt, aber eben auch nicht mehr ganz jung. Wenn Sie mit 15 in Leipzig auf dem Ring gegen die SED demonstriert haben, dann kann es sein, dass Sie das Passieren dieser gewesenen Grenze, die doch weiter präsent ist und als Demarkationslinie zwischen den großen Wahlerfolgen der AfD einerseits, den bedenklich steigenden Umfragewerten für die Grünen andererseits, neuerlich an Kontur gewinnt, dass Sie das Passieren eben dieser Grenze als etwas Gewichtiges empfinden. Nun frage ich Sie, ist es von Gewicht, an eine junge Niedersächsin zu denken, die gleichen Jahrgangs wie man selbst ist, einem zu spät begegnet ist im Leben und die man mit 14, 15 Jahren noch schlecht hätte treffen können, wegen der Teilung? Jedenfalls ist das sentimental und anachronistisch. Was heißt heute Niedersachsen? Was heißt heute Sachsen-Anhalt? Die Politik der großen Gegenalternative, die sich unter dem Eindruck der zumindest im Osten beinahe schon fulminant zu nennenden Wahlerfolge der AfD allüberall formiert, alle gegen die AfD, euch haben doch 75% nicht gewählt, am Ende Koalition aus Linkspartei und CDU. Diese Politik der Gegenalternative, meine Herren, werkelt gerade von Berlin aus intensiv an der Aufhebung des grundgesetzlichen Gefüges aus Bund und Ländern, der Differenzierung zwischen ausschließlicher und konkurrierender Gesetzgebung, der Zuständigkeit für den Gesetzesvollzug, Stichworte sind hier Aufgaben im eigenen Wirkungskreis, im übertragenen Wirkungskreis Aufgaben nach Weisung. Der Grundsatz, der Bund lenkt durch Recht, ist längst abgelöst durch ein grundgesetzwidriges Verfahren der Lenkung und Nötigung und Knebelung durch Geld oder eben der Vorenthaltung von Geld. Einheitliche Lebensverhältnisse heißt die Drohung, die sogar unter anderen, besseren Vorzeichen einst ins Grundgesetz geschrieben ward. Nun aber Einheitlichkeit in der Multikulturalisierung, die über den Arm der verstaatlichten Zivilgesellschaft vor allem in den ländlichen Räumen des Ostens nun alsbald noch herzustellen ist. Wir arbeiten uns etwas aneinander ab. Wir tun dies noch eine Weile, 30 Jahre danach. Der Harz sei immer noch nicht eins, ein Baugeschichtler, in Thale geboren, jammerte mir jüngst die Ohren voll. Eine Tagung beschäftigte sich mit dem Harzer Bergregal. Kulturleistung zweifelsohne, ebenso wie das Erbbaurecht oder die Jagdgenossenschaft oder die Hege und Pflege oder die gesamte Weid. Auch und überhaupt die Idee mediatisierter Staatsverwaltung. Das Bergregal jedenfalls als eine verrechtlichte Institution betreffend das Verfügungsrecht an ungehobenen Bodenschätzen. Die Urkraft liegt im Gebirge selbst als das massive Gold. Die Menschensiedlung tritt hinzu und ihren Bauten teilt sich ein wenig von dem geheimen Glanz mit. Der reichste Kreis von Städten, Schlössern, Domen ist doch nur ein Gleichnis des Überflusses und der Unerschöpflichkeit der Erde selbst. So sind die Steine, die man zum Bau behaut, nur Münze aus dem Schatz der Barren, sie wird auf das Gebot der Fürsten geprägt, doch schmilzt die Zeit sie wieder ein und führt sie formlos zum Überfluss zurück, in dem der Reichtum der Erde ruht. So Ernst Jünger in dem Diarium Gärten und Straßen unter dem 26. September 1939, nach Beobachtung, die er bei Blankenburg-Harz gemacht hatte.
Indes der Bauhistoriker beim Bier weiter jammernd, Zitat, es gibt nicht nur im Oberharz ein Bergregal, es gab ein solches auch im Unterharz, aber darüber redet keiner, der Harz ist immer noch geteilt. Niedersachsen, immer eine gute Idee, las ich beim Passieren der alten Gewesenen sich neu in der Polarität aus AfD einerseits, Grünen andererseits aktualisierenden Grenze. Indes, meine Herren, wie viel schwerer wiegt folgender Satz aus afrikanischer Richtung gen Norden und über das Mittelmeer als drohliches Menetekel ausgesprochen? Europa, Deutschland, immer eine gute Idee. Verlassen wir nun den Begriff der Grenze, der am Ende dann doch wieder dialektischer sich anfassen ließ, als zunächst vermutet, und wenden wir uns dem Umgrenzten zu, dem Reservat. Auch durch Torfhaus kam ich neulich, Nationalpark Harz. Die Reservate also bewahren letzte semantische Residuen für die Anrufung der Nation. In ihnen aber geht es grausam zu. Denn unsere Biosphärenreservate, und Deutschland weist sie aus in wachsender Zahl, sollen Zonen der totalen Verwilderung werden. In ihnen linksgrün versiffte Wolfsmanagerinnen, Wildnispädagoginnen, sich an der Schau der gerissenen Opfer aufgeilende Rissbegutachterinnen, es könnte eine Schäferhündin namens Blondie gewesen sein, die unser teures deutsches Land zum Wolfserwartungsland erniedrigen. Was der außerhalb des Jagdrechts stehende, herbeigerufene, gehätschelte Wolf in unseren Wäldern ist, das ist der sich wölfisch, mörderisch aufführende, fremde, gewalttätige Mann in unseren Städten. Hier von überwältigungswilligen Sozialarbeiterinnen betreut, ja man muss sagen angeleitet. Oft denke ich mir, hocke ich am Schreibtisch in Questenberg mit dem Blick auf die Queste, einem keltogermanischen Ringkreuz, der eigentlich nur noch ernsthaft zu beklagende Angriff ist doch dieser von aus den alten Bundesländern kommenden akademisch sozialisierten Paaren, die in die ostdeutschen ländlichen Räume, Reservate im guten Sinne kommen, die dort ihr Impfgegnertum errichten wollen, ihre von Frühsexualisierung und Genderismus durchseuchten Natur- und Waldkindergärten, und natürlich ihre unser Volk zerstörende Politik der Herbeirufung der uns nicht anders denn feindlich gesonnen sein könnenden Fremden. Eine mir bekannte Grüne, Mitglied im Kreistag von Mansfeld-Südharz, das ist das Land Luthers, Thomas Münzers, Sangerhausen, Eisleben, Stolberg im Harz, Allstedt, hatte im Frühjahr doch tatsächlich in einem Südharzdorf folgendes Plakat gehängt. Herkunft egal, Heimat hier. Und dazu vier Klingelschilder, von denen eines, nur mehr eines, meine Herren, auf Müller lautete. Dies, so denke ich, ist doch der einzige wirklich noch ernsthaft zu beklagende Angriff, der gegen uns gerichtet wird. Denn eine Zugfahrt wie die ich gestern unternommen habe, um hierher zu kommen, von Magdeburg über Hannover, Frankfurt, Karlsruhe bis Freiburg im Breisgau, wo mich Manditsch dann dankenswerterweise hierher gefahren hat, mit einem Zeugnis deutscher Ingenieurskunst mit dem schönen Mercedes, was mir sehr gefallen hat. Eine solche Fahrt, na, ich habe nur einen Lada Niva, wissen Sie, zeigt doch, die Multiminoritätengesellschaft ist zumindest im Westen unseres Vaterlands Realität. Verlassen wir den Begriff des Reservates als der Bezeichnung eines tatsächlichen, wie auch immer umfriedeten Raumes und werden metaphorisch. Das Reservat als konstitutioneller Verfallsgrad. Werfen wir also einen Blick auf den Zustand unserer Verfassung, unserer normativen Verfasstheit. Einige von Ihnen werden sich dem Studium der Rechte verschrieben haben, will ich mal vermuten. Die Kulturwissenschaften, Soziologie oder Wildnispädagogik studieren werden in ihren Reihen dann vielleicht eher einer vielleicht auch zu schützenden Minderheit angehören. Werden sich dem Studium der Rechte verschrieben haben. Und früh im Studium erfahren haben von den Ehrwürdigen, in langem Wechselspiel aus wissenschaftlicher Theoriearbeit und höchstrichterlichem Spruch entfalteten dogmatischen Gebäude unserer Lehre von den Grundrechten. Grundrechtsträger, Schutzbereich, Schranken, Prinzip der praktischen Konkordanz, die den Geltungsanspruch konfligierender Grundrechte möglichst je unangetastet lassen will. Diese Dogmatik liegt im Grunde am Boden.
Sie ist völlig zerstört. Die neuen Generalschranken jeder Grundrechtsbetätigung lauten heute auf Hass und auf Angst. Die Freiheitsgrundrechte als Abwehrgrundrechte sind vollständig derogiert in einer Welt, in der es von Amts- und Staatswegen nichts mehr zu fürchten gibt und die Grundrechtsträger mit allem und jedem ins große Einvernehmen zu treten haben. Wozu, so frage ich, braucht es eigentlich überhaupt noch? Bedarf es überhaupt noch des Rechts, wo das Recht doch von jeher der Angst als legitimes Gefühl beisprang, indem es etwa den, der fremdes Eigentum nicht achtet, mit Strafe bedroht? In der neuen Grundrechtsdogmatik schlagen die auf Hass, Angst oder auch Vielfalt lautenden Superschranken rechtsverbürgungsfreie Reservate gleich Schneisen in die Schutzbereiche unserer Grundrechte, in dem Sinne, dass partielle verfassungsrechtliche Schwerelosigkeit bezogen auf die Verwirklichung des jeweiligen Freiheitsrechts eintritt, dass der Schutzbereich eine Grundrechtsverwirklichung nicht mehr verbürgt, sondern dem vertrottelt dreinblickenden autochthonen Befürworter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bedeutet wird, Zitat, hier habe doch mal keine Angst, hier halte doch mal alles hin, was du hast, beziehungsweise zieh dich von allem zurück, was dir lieb und teuer ist, beziehungsweise halt überhaupt mal die Klappe oder am besten stirb, lass dich erschlagen. Unser Grundrechtskatalog ist von diesen Auflösungserscheinungen ausnahmslos betroffen. Über die Meinungsfreiheit brauche ich Ihnen nichts weiter ausführen. Die staatlichen Angriffe auf sie, zumal was den meinungsstarken Raum des Internets, der sozialen Medien betrifft, haben Ausmaße angenommen, die mich an die Gründe für den Herbst 1989 denken lassen. Gleiches gilt in Zeiten von Gender Mainstreaming, einer atemberaubenden Abwicklung der Naturwissenschaften und der Errungenschaften der europäischen Aufklärung für die Freiheit der Wissenschaft. Zur Kunst, wer reimt, ist Nazi, Vergottung des Hässlichen ist Pflicht. Die Berufsfreiheit, Berufswahlfreiheit, Berufsausübungsfreiheit sieht sich ausgehöhlt in dem Umstand einer immer weiter platzgreifenden ethnischen Engführung durch exklusive Clanbewirtschaftung einzelner Gewerbe, Wirtschaftszweige. Das Zunftwesen kehrt zurück unter anderen Vorzeichen und das deutsche Kammernwesen ist dagegen harmlos. Die Freizügigkeit im Bundesgebiet findet ihre verfassungsrechtliche Schwerelosigkeit, ihr verbürgungsfreies Reservat in der an Zahl und Ausdehnung im Aufwind befindlichen No-Go-Areas, Nicht-Betretensgebiete, die sich einer Gürtelrose gleich mehr und mehr um den Leib der Gebietskörperschaft Bundesrepublik Deutschland schnüren, ihn bald bedecken, ja ganz verzehren. Alle grundgesetzlich geschützten Geheimnisse, die der Patriot vor dem Staat zu haben begehrt, sind immer weniger bis nichts wert, geht es um Hass, Angst, den Flügel, die IB, um Kooperationen wie die Ihre oder bald auch um die ganze AfD, so ist zu befürchten. Die Versammlungsfreiheit, was Versammlungen unter freiem Himmel betrifft, hat längst den Charakter eines deutschen Grundrechtsrechts tatsächlich vollständig eingebüßt. Endlich das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Ein Staat, der die Beförderung der Liebe, vorzugsweise von einem zum selben Geschlecht, als Staatsaufgabe an die Stelle der klassischen, die Gewährleistung innerer Sicherheit betreffenden gesetzt hat. Und dies verbunden mit der frechen Frage, wovor fürchtet ihr euch denn, wovor habt ihr Angst? Glauben Sie, meine Herren, dass dieser Staat noch im eigentlichen Sinne Leben und körperliche Unversehrtheit der im Zeichen des Rechtes ihm Unterworfenen garantiert, die sich ihres Selbsthilferechtes begeben hatten im Vertrauen auf das staatliche Gewaltmonopol? Die Verfassungswirklichkeit bietet dem Deutschen nur mehr Zumutungen. Und die deutsche Staatslehre hilft dem nicht ab, hat sich vielmehr erschöpft. Einst war sie erregend, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Heute gibt sie sich staatstragend. Souverän ist, wer die Macht hat, eine Verfassung in Kraft zu setzen. So Hans-Peter Schneider im Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Schneider unternimmt für die verfassunggebende Gewalt in unbeschreiblich großer Angst vor dem Bindungs-S, weil das Grundgesetz natürlich von verfassungsgebender Gewalt spricht, eine positivistische Jetzt-Festschreibung der normativen Bestände, ganz ohne Scheu vor der Betulichkeit und dem Banalen. Ob sie prä-, extra- oder gar suprakonstitutionellen Charakter habe
ob sie ständig vorhanden sei oder nur punktuell in Erscheinung trete, sei für das Verständnis der verfassungsgebenden Gewalt unerheblich. Alles ist regulativ gebändigt bei Schneider, alles ist gesetzt. Im Sinne positiven Rechts wie im übertragenen Sinne saturiert. Die verfassungsgebende Gewalt werde Teil des geltenden Verfassungsrechts, beruhigt uns Schneider in der Manier eines Hakelmachers, wenn auch nur die Präambel auf sie Bezug nehme, was für das deutsche Grundgesetz ja zutrifft. Geht es indes um die Herabstufung Deutschlands zum bloßen Gliedstaat eines supranationalen Gebildes, findet Schneider und nur dieses Mal die flirrende Imponderabilie der Extrakonstitutionalität attraktiv. Das macht Deutschlands Ende schaffen wir, wo sonst alles ewigkeitlich erstarrt in aus Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz zu melkendem Harz lagert. Dabei, meine Herren, herrscht längst Verfassung in Sichtstimmung. Frau Göring-Eckardt freut sich auf ein drastisch geändertes Deutschland. Alles Drastische sollte gemeinhin doch aber als revolutionär von der Ewigkeitsklausel, auch vom Widerstandsrecht aus Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz abgeriegelt werden. Die andere, zwar kleinere, indes machtvoll anwachsende Fraktion, für die auch Sie stehen, ruft darüber und dagegen eherne Obersätze auf. Wohle des deutschen Volkes. Vielleicht liegt hierin nicht weniger denn ein Aufwecken des Souveräns. Intimer Anruf des Grundgesetzes nicht in Richtung des Wohlfeilen, das Gute Inflationierenden, dabei freilich durch schlechte Reservate, ich erläuterte es eben, in Auflösung begriffenen Grundrechtskatalogs, vielmehr Anruf hin zu den nervösen Fragen von Staatsorganisation und Staatsfeierlichkeit. Denn jene Fragen sind solche der Repräsentation. Auf welche Weise unter den Bedingungen einer in Kraft befindlichen Verfassung die verfassungsgebende Gewalt sich zu aktualisieren vermag, bereitet heutigen braven Verfassungsrechtlern jedenfalls Probleme. Schneider meandert dabei zwischen einem soziologisch-empirischen, einem rechtlich-normativen und einem politisch-polemischen Sinn, in welchem jeweils der Begriff verfassungsgebende Gewalt verstanden werden könne. Einer poetischen Verfassungsbetrachtung, welche die Gemütsmelodie im halbwachen Anfassen der Dinge Moll-Sepia-Farben stimmt, soll hier das Wort geredet werden. Einer Verfassungspoetologie, die in unserem Grundgesetz die Erzählung einer Nation zu erkennen, die Kühnheit aufbringt. Privatrechtsnormen, die den Tausch von Gütern und Dienstleistungen auf Märkten regeln, stellen die Parteien eines Kontrakts in positiv rechtlicher Vorhaltung von typologisierten Rechte-Pflichtenkatalogen frei vom Erfordernis unablässiger Neuaushandlung der Bedingungen des Sich-Vertragens. Weiß ich, ob das jemand im Recht mal gehört hat, dass ja eigentlich die Rechte und Pflichten aus einem Vertrag fließen und nicht aus den Vertragstypen, die da im BGB festgesetzt sind. Ja, darauf könnte man auch verzichten. Solche Normen unterliegen einer ökonomischen Analyse des Rechts. Auch die Normen des Verfassungsrechts, die im höchsten Ordnungsgrade Abbitte leisten wollen vor Gott für die Anmaßung, die in jeder Staatsgründung liegt, entlasten die Verfassungsunterworfenen in ihrer Aushandlungsnotdurft. Wer sind wir? Der Parlamentarische Rat, Bonn am Rhein, Volksvertretungen, deutsche Länder, Verantwortung vor Gott und den Menschen, die Deutschen in den Ländern, Einheit und Freiheit Deutschlands, das gesamte deutsche Volk, der Bund und die Länder. Meine Herren, die von solchen sprachlichen Zeichen, Sie finden sie alle durchweg, glaube ich, in der Präambel oder im Vorsatz, die von solchen sprachlichen Zeichen umschlossenen Narrative rufen nicht zuerst nach soziologischem, aber wir haben ja nur noch Soziologen im Land, ja? Nach soziologischen, nach ökonomischen, nach grammatikalischem, nach systematischem oder nach moralischem Deutungszugriff. Wir haben ja auch nur noch Moralisten im Land. Sie fordern als literarische Artefakte auf, in der Lektüre einer Präambel ins unbedingt gutwillige Fabulieren über das eigene zu geraten, um das böse Wort von den 1000 Jahren zu verklären, in an Zahl nicht sagbaren Abermillionen gelungenen und glücklichen Teilchen der uns schlagenden deutschen Zeit. Im poetologischen Zugriff nun gerät uns zur Beschwörungsformel in Verfassungserwachen,
was Bundespräsident, Bundesministern, Bundeskanzler sonst nur als Formel des Schwörens aufgegeben ist, ohne dabei den Zusatz zu verabsäumen, dass der Eid auch ohne religiöse Beteuerungsformel geleistet werden könne. Wer nun diese Beschwörungsformel, dies konstitutionelle Gebet, wieder und wieder aufsagt, in mahnender Enttäuschung, Wohle des deutschen Volkes, als Dresdner Spaziergänger, als sezessionistischer Netzkommentarschreiber, still in der Wahlkabine beim Votieren für die Alternative, der sucht das Bild des aus dem Schlaf zurück zum Bewusstsein gerufenen Souveräns auf der blanken Oberfläche des Grundgesetzes zu schauen. Der sich aktualisiert habende Souverän, das ist, meine Herren, wie Spiegelmagie. Wir blicken, die Eidesformel betend, Wohle des deutschen Volkes, in den Spiegel des Grundgesetzes und wollen darin uns erkennen, das Volk, den originären Träger der verfassungsgebenden Gewalt. Spiegelmagie nun, das will ich den Studenten der Rechte zugestehen, aber ist schwerlich unterzubringen im Mount Thüringen. Aber im Reservat, in den ländlichen Räumen Mitteldeutschlands, mag Platz sein, Raum für Spiegelmagie, um diese zu üben, im Kleinen und aber auch im Hinblick auf Größeres. Müssen unsere Reservate freilich Wolfserwartungsland ohne Wolfsniederkunft bleiben? Der exekutive Overkill wären gleichwertige Lebensverhältnisse im schlechten Sinne, die unsere Feinde meinen, eingeschleppt von den schädlichen Trägern westlicher Soziokultur, finanziert aus Programmen wie Demokratie leben. Mir bleibt Ihnen zuzurufen in Form einer Bitte, einer Ermunterung, eines Aufrufs. Widmen Sie sich Ihren Studien fleißig, mutig. Lassen Sie sich das Rauchen und Trinken nicht vermiesen. Das hat mir sehr gefallen, dass man hier schon um 9.30 Uhr mit Bier trinken anfangen kann. Insofern, auf Deutschland. Lassen Sie sich das Rauchen und Trinken nicht vermiesen. Begehren Sie auf gegen die Raucherreservate auf unseren Bahnsteigen. Ich bin gestern mit dem Zug gefahren, irgendwie 12 Stunden. Auf unseren Bahnsteigen, die doch nur verlogene, höhnische, zynische, miese Vorstufe zur totalen Unterbindung des Freiheitsvollzuges auch in diesem Bereich sind. Schleifung von Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, allgemeine Handlungsfreiheit. Und endlich, und ich komme zum Schluss, werden Sie Spiegelmagier in den guten Reservaten, in unseren Reservaten, solange es die noch gibt, von denen aus wir wieder Raum und Räume zu gewinnen trachten. Ich danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.